Willkommen hier zu unserer FNs 22 My Team Season hier in Sandfort. Wir sind heute im Herzen Niederlandes oder halt außerhalb, aber dennoch sind wir hier in den Niederlanden. Eine sehr spezielle Strecke, muss man auf jeden Fall sagen. Viele Kurven und sehr wenig Überholmöglichkeiten machen das heute sehr, ja, würde ich mal sagen, interessant. Abonniert den Channel gerne kostenlos und lasst gerne ein Däumchen rum da. Wir haben zwei DRS-Zonen und ja, schon 14 Kurven, das ist schon enorm. Schaut gerne auf Fritz-Tobi auf TikTok vorbei und Links mal alle unten in der Bio. Wir starten hier auf der extrem kurzen Start- und Zielgeraden, die nur knapp 500 Meter lang ist, also ein bisschen mehr. Aber dennoch, erste Kurve, tricky. Sehr lange rechts, extrem lange. Ähnlich wie in Budapest, würde ich fast sagen. Dann kommen wir Anfahrt zur Steilwand. Eine sehr tolle Kurve. Hier geht es dann rauf. Und, oh mein Gott. So, das Geschlängel hier, das sind wir eigentlich gut. Aber jetzt kommt so meine Hasskurve. Die extrem lange Kurve 7, glaube ich, ist das. Die Rechtskurve, die ist echt in sich. Also, die haben mir direkt 6 Plätze verloren. Auch der Körb drüber war nicht so optimal. Auch hier beim Rausbeschleunigen wieder. Man merkt es hier und da, da hapert es noch. Auch an meinen fahrerischen Können. Weil es eben echt schwierig ist, ein Setup wie hier zu finden. Auch für das sehr zickige Auto. Und auch beim Rausbeschleunigen hier machen wir, ja, zwar keinen Platz gut, aber verlieren auch Gott sei Dank keinen. Jetzt geht es so ins Letzte hier in dieses Mini-Motodromo. Zack, zack, der Exit, verdammt wichtig. Und der war gut, der war sehr gut. 4. Platz aktuell. Das wäre schon schön, schön. Und letzte Kurve, hier hat es Perez weggedreht. Und letzte Kurve, die 15 Grad Steilkurve. Und das ist der 8. Platz. Ich glaube, da wird nichts mehr kommen. Das wird leider nur der 8. Platz. Gucken wir mal, wer so rundum startet. Es wird auf jeden Fall interessant. Heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, Russell, Lewis Hamilton und Norris. Sainz, der Wissenschaftler. Fernando Alonso. Und Daniel Ricciardo, Magnussen, Tsunoda, Valtteri Bottas und Gasly, Mick Schumacher, Ocon, Sebastian Vettel und Guanyu Zhou, Albon, Stroll, Webber und Nicolas Latifi. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Sodala, wir sind hier in der Startausstellung und heute wird es sehr spannend werden. Wir sind nämlich nur Achter und da heißt schon auf jeden Fall ein bisschen nach vorne muss es schon gehen. Lando Norris hat hier schon ein gutes Auto, aber jetzt mal die 5 roten Lichter gehen an und jetzt aus. Lights out, here we go in Sandfort. Wir kommen besser weg als Lando Norris auf jeden Fall, auch als Sainz, aber ich stecke hier mal zurück, weil Sainz hier echt spät bremst. Außen natürlich auch kein Problem, wir kommen innen durch, aber auch Lando ist jetzt neben uns. Jetzt schaffen wir es hier, irgendwo müssen wir hinkommen, sorry Russell. Wir müssen uns hier irgendwie durchquetschen, aber das wird fast unmöglich, ja, dass wir da innen irgendwie durchgehen. Ich dachte, ich mache hier mal den Perez, wie Hamilton von Vettel blockiert wurde, aber nee, das geht nicht. Der Perez ist ja auch nicht vorbeigekommen, also innen ist zwar der kürzere Weg, aber du musst es dann halt auch vor dem anderen raus schaffen. Und das war leider, upsie, da habe ich die Starttaste vergessen rauszuschneiden. Das war leider hier gegen Sainz unmöglich. So, und schon fast eine Runde vorbei. Und das ist echt sehr, sehr schwierig. Ich habe auch gemerkt im Long Run Training, dass unser Auto hier gar nicht die Reifen halten kann. Also wir sind gefühlt nach 4 Runden sind die Reifen durch. Und ich muss das schon bis zur 5., 6. Runde rausziehen. Sonst müssen wir zwei Stopp fahren bei 18 Runden. Also, das ist schon echt ein Wahnsinn. Das glaubt man gar nicht bei so einer kurzen Strecke, dass die so einen Reifenverschleiß hat. Aber nicht gerade nicht hinten, weil ich mir auch gedacht habe von diesen ganzen Rutschen und so. Nein, eher vorne verlieren wir so viele Prozent. Aber gucken wir uns jetzt mal den Start an. Der war eigentlich gut. Also zuerst mal, die Reaktionszeit war nicht so optimal, aber wir sind gut weggekommen. Ich konnte hier neben Norrie, aber ja, dadurch, dass Sainz wirklich sehr spät gebremst hat und dann direkt da auf Attacke mit Russell gegangen ist, dann dachte ich mir, nein, wir halten da nicht auch noch drauf. 3 sind einer zu viel dann meistens. Aber ja. Nein.
Also, da wäre, glaube ich, nicht mehr gegangen. Also, ich hätte zwar mit Brechstange machen können, aber wem hätte das was gebracht? So, und wir sehen auch schon, wie George Russell hier wegziehen kann, wie wir eigentlich nicht an Lando Norris mehr, oder wie wir nicht mehr von Lando Norris wegkommen. Ich meine, wir waren zwischenzeitlich, ach du Kacke, wir waren zwischenzeitlich echt, ohne, das war meine erste Verwarnung, wir waren zwischenzeitlich echt nah an George Russell dran, nur das Problem ist, man kann hier leider nicht gut überholen. Und deswegen hoffe ich umso mehr auf sozusagen einen Undercut. Wir probieren früh reinzukommen, probieren ein, zwei Runden, weil es sind safe ein, zwei Runden, was die Key länger draus bleibt, vielleicht sogar drei. Und da noch ein, zwei fette Runden zu pushen und ja, dass wir da vielleicht vor ein, zwei diese Leute vor uns kommen, das wäre cool. Russell generell, beide Mercedes wären cool, wenn wir die überholen könnten, weil von der Pacer würde ich mal sagen, wir sind gleich stark. So, dala, jetzt geht's mal raus. Ich meine, sie hatten natürlich den Vorteil, dass sie sich besser, dass sie die bessere Grid-Position hatten. Aber wir hatten auf jeden Fall hier auch eine nicht schlechte Pace. Also nur weil die Reifen eingegangen sind zum Schluss, hatten wir da echt Pech. Jetzt sind wir dran und die für, also gerade die wir undercutten wollten, waren in der Box drin. Und was kommt mir da zu Gesicht? Wir kommen, ja, irgendwo im Nirgendwo raus. Verstappen ist jetzt vor uns, das ist sehr interessant, weil der war eigentlich gar nicht so in meinem Radar. Und wir sind jetzt direkt, ja, Verstappen ist jetzt direkt in front of us und das ist sehr, sehr cool. Wir könnten jetzt was sehr Weirdes probieren, ihn anzugreifen. Vielleicht sogar überholen, das wäre unnormal. Also wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir Verstappen heute angreifen. Oder hat Verstappen da Probleme, weil, dass der so weit hinten landet, wundert mich. Wir stechen hier rein, halten hier auf jeden Fall drauf und kommen vor Verstappen. Das war eigentlich nicht schwierig. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir erstens vor Verstappen, vor Norrie und eventuell vor George Russell rauskommen. Jetzt, ja, das geht, ja, oh mein Gott, Guan Yu, richtig. Sind die Reifen so tot, dass wir da außen, ich meine, er hat sich blöd positioniert, aber ja, da gehen wir nochmal zurück. Ich weiß, wo der DRS Detection Point ist und deswegen bleiben wir da hinten kurz und jetzt, ja, schauen wir mal, jetzt geht die vor uns in die Box und die Spitze ist jetzt auch drin. Jetzt wird es interessant werden, wo werden wir rauskommen? Teamkollege ist drin und ja, gucken wir mal, da kommt Lando Norris und okay, es war absolut keine Genius-Strategie von uns. Wir sind wirklich ganz knapp hinter Lando Norris, vor Lando Norris rausgekommen. Aber ich verstehe nicht, warum jetzt Russell, ich verstehe nicht, wo wir den Fehler hatten. Russell ist jetzt auf einmal vor Carlos Sainz Jr. und Carlos Sainz Jr., der eigentlich ja weit weg war, ist jetzt auf einmal vor uns. Ich habe keine Ahnung, was da abging. Ich habe keine Ahnung, aber wir gucken uns mal die Replay an hier gegen Guan Yu Zhou, den wir hier ja eigentlich mit 100 die Kuh überholt haben. Hier wäre die DS-Messlinie gewesen. Hier ist sie irgendwo. Okay, die wird gar nicht angezeigt. Und wir haben es geschafft, da vor ihm rauszukommen. War natürlich sehr toll. Das war echt gut. Aber ja, wir haben es irgendwie nicht mehr geschafft hier an Sainz. Wir sind zwar nah dran, wirklich. Guck mal, wie nah wir hier an Carlos Sainz Jr. dran sind. Aber es reicht wirklich immer um diese paar Meter, die Start- und Zielgeraden zu laufen. Nein, guck dich das an. Er fährt mit der, ja, doch, das DRS von George Russell. Wir sind sozusagen ein DRS-Zug um den Sieg. Und wem wundert es, dass Perez hier Zweiter wird? Mich natürlich nicht, weil Perez mein Rival jetzt ist. Jetzt schaltet einer aus. Ich dachte mir noch, VSC vielleicht zum Schluss ein bisschen, aber nee, da kommt nichts mehr. Das ist dumm gelaufen, kann man nichts sagen. Die Strategie hat nicht funktioniert. Ich meine, wir haben zwar Verstappen und Norris besiegt, die ja theoretisch vor uns im Grid waren, aber das ist jetzt eher so ein Trostpreis, weil ich hätte schon gern Sainz. Aber die Mercedes haben das heute echt gut gemacht. Ich weiß nicht, wo die auf einmal die Pace und die diese Position hier hatten. Ich habe keine Ahnung. Russell war eigentlich nie in der Lage, irgendwie da vorne mitzufahren oder anzugreifen. Den habe ich das ganze Zeit nicht angreifen gesehen. Und jetzt auf einmal ist der da vorne weg und ja, ich habe keine Ahnung. Das ist mir echt ein Rätsel. Wisst ihr, was da abging? Schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich habe absolut keine Ahnung, wie diese Mercedes da vorne hingekommen sind und wie vor allem Verstappen so an Positionen verloren konnte. Vielleicht war es doch eher nicht so gut, so früh in die Box zu gehen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Aber es ist der 6. Platz. Wir nehmen wieder 8 Punkte mit. Die sind wichtig und die sind richtig. Wir sind vor allem auch ein sehr faires und spannendes Rennen gefahren. Ich meine, es war eher so hinterherfahren und taktisch. Aber ja, ich
hätte es echt gefeiert, wenn wir da ein bisschen was gemacht hätten. Und wieder keine Überraschung. Es ist wieder Charles Leclerc, der hier in unserer Karriere ganz oben steht. Das ist echt, echt weird, wie gut die Ferrari im Game gemacht sind und wie fehlerlos vor allem Leclerc. Also das wäre ja mal, wenn er nur die Hälfte Schwungs und dieses, ja, dieser guten Leistung hätte, dann wäre er vermutlich schon Weltmeister. Aber, ja, no hate oder so, ich hätte es ihn echt gegönnt heuer, aber da hat man bei Ferrari anscheinend, ja, keinen Bock drauf gehabt. Das ist natürlich echt dumm, also ich hätte so irgendwie gefeiert, wenn wir da nach vorne gekommen wären, aber egal. Hier haben wir das Podium. Checo Perez wird Zweiter, hinter Leclerc und Hamilton Dritter. Das ist eigentlich ein sehr reelles Podium, wenn Verstappen mal ausscheiden würde. Ist das, denke ich mal, ein sehr reelles Podium. Aber sieht ziemlich cool aus. Hat Spaß gemacht, in Zandvoort zu fahren. Aber ich habe schon vorm Training an gemerkt, dass es nicht unsere Strecke wird. Also wir waren zwar von der Pace her immer vorne mit dabei, also so die Top 8, 9 würde ich mal sagen, da war ich immer mit dabei, aber dass wir jetzt um den Sieg fahren können, auf einmal, das war mir auch klar, dass wir das nicht schaffen, aber dennoch hat Spaß gemacht, es ist bockt, auf jeden Fall hier zu fahren, aber ja, da muss doch das ein gutes Auto und vor allem ein schönes Setup finden. Wir sind 136 Punkte hinter Charles Leclerc und der wiederum ist 74 Punkte vor Sainz und 121 vom nächsten Team weg. Also auch in der Konstrukteurswahl sind wir fast 400 Punkte hinten. Wir sind mehr Punkte hinten, als wir generell geholt haben. Fast dreimal so viel, das ist echt wow. Aber wir sind auch fast 100 Punkte vor McLaren, was uns da so gut wie den vierten Platz in der Konstrukteurswahl sichert. Und das sind doch die wichtigen Moneten, die da kommen. Pro Endposition, ja, und auch Podiumsplatzierung. Wie soll ich auch? Perez holt hier wieder auf. Wie soll ich denn auch? Ich meine, ich fahre hier mit einem Speer gegen eine Atombombe gefühlt. Salah, Teamanerkennung, holen wir auch ein bisschen wieder auf den guten Mark Webber, der ja, den ich erst letztens in Formel 1 2010 gefahren habe. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Und wir haben auch die 10 Punkte in der Konstrukteurs, wir haben nicht geschafft. Ich habe nur 8 geholt und ja, hier, der gute Mark Webber hat gar keinen geholt, leider. Das ist natürlich dumm gelaufen, eher ein Minuswochenende. Ich meine, wir haben da Punkte verloren, Geld verloren und auch leider ein bisschen an Anerkennung, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, zum Erfolg gehören auch Rückschläge. Was, das ist ein dummer Spruch. Nein, egal. Ich hätte mich im Qualifying ein bisschen besser anstellen sollen. Ich denke mal, da wären noch ein, zwei Positionen gegangen und dann wären wir gar nicht in diesen Sog gekommen von den Loser-Strategie. Egal, Leute, es tut mir leid. Wir werden uns hoffentlich in Monza wieder bessern in 2 Tagen. Schaut gerne auf Ezo-Tobi auf TikTok vorbei und abonniert den Channel gern. Und schaut vor allem gerne auch auf Instagram vorbei. Links sind wir alle in der Bio und wir sind immer noch letztes Team von der Wertung her. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst gerne ein Däumchen oben da. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok und ciao.